Die Markenpersönlichkeit der Voestalpine umfasst den Gesamtkonzern. Das heißt, wir haben einen sehr umfassenden Wandel in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnten durchgemacht, vom klassischen Stahlkonzern hin zum Technologiekonzern. Das heißt, auch die Marke hat sich in dem Bereich sehr stark weiterentwickelt. Die Marke steht heute vor allem für Zukunft, trifft sich auch in unserem Claim One Step Ahead, einen Schritt voraus. Das gilt nicht nur für unsere Kunden, das gilt für unsere Mitarbeiter, das gilt für unser Forschungsteam, das gilt für uns auch in der Kommunikation. Die Markenführung ist top-down ganz wichtig. Vorstand, angeführt von unserem CEO Wolfgang Eder, ist gelebt, ist kein künstliches Konstrukt, sondern hat sich auch aus der Kultur des Unternehmens ergeben, die ja doch schon viele Jahrzehnte auch zurückliegt. Und so ist der Markenkern in den letzten Jahren eigentlich, wie gesagt, hat sich weiterentwickelt, vor allem Richtung zukunftsorientiert, Richtung Technologiekonzern. Also One Step Ahead gilt für alle von uns. Das gilt auf der einen Seite natürlich für die Produktentwicklung, für das Qualitätsmanagement, für die Weiterentwicklung generell des Konzerns, gilt aber sehr stark auch für uns in der Kommunikation. Ist für uns eine tolle Möglichkeit, dieses One Step Ahead auch wirklich zu leben. Das sind aber auf der einen Seite nicht nur Kanäle, Kommunikationskanäle, die wir neu für uns auch entwickeln, weiterentwickeln, sondern das sind natürlich auch die Botschaften, die dahinter stecken. Das sind die Geschichten, die wir rund um den Konzern erzählen. Zentrales Element, zentrales Ziel ist es, den Konzern als Zukunftskonzern darzustellen. Wir sehen uns heute als weltweit agierendes Unternehmen, als führendes Unternehmen in vielen Bereichen. Das ist auf der einen Seite Technologieführerschaft, aber auch im Bereich der Performance. Und es gilt nicht, das zu halten, sondern das weiter auszubauen. Das ist unser Anspruch, den wir auch in der Kommunikation leben. Und wir sehen Kommunikation als ganz starken Treiber dieser Entwicklung. Wir haben 500 Tochtergesellschaften und Standorte im Konzern und entsprechend sind auch unsere Zielgruppen, unsere Stakeholder, aber auch die Shareholder verteilt. Das heißt, ich muss einen Weg gehen zwischen der Mitarbeiterkommunikation auf der einen Seite und bis zu Menschen, die vielleicht einmal in ihrem Leben zufällig mit der Marke, mit dem Brand Voestalpine in Verbindung kommen. Es ist sicher nicht unser Anspruch, jetzt weltweit jeden Menschen die Voestalpine-Story zu erzählen, aber wir haben da von der Kommunikationsstrategie eine ganz klare Herangehensweise. Ganz zentral sind unsere eigenen Mitarbeiter, die im Fokus stehen, die wir auch über unsere Markenkampagne transportieren. Natürlich unsere Kunden, unsere Eigentümer nicht zu vergessen, das ist der Kapitalmarkt, das sind die Investoren. Wichtig für uns sind weitere Meinungsbildner, wie es halt Medien, wie es Politiker sind. Diese Zielgruppen stehen bei uns im Zentrum. Auch was die Kundenstruktur betrifft, ist das in einem klassischen B2B-Konzern, der weltweit aufgestellt ist, eine Riesenherausforderung. Also wir haben sicher hunderttausende Kunden. Es wäre unmöglich, die alle irgendwo zu erfassen und zu kennen. Das ist aber auch eine Stärke im Konzern, dass wir sehr dezentral aufgestellt sind. Das heißt, dass unsere Marketing-Teams, unsere Vertriebsteams in diesen 500 Gesellschaften einen sehr engen Kontakt zu den Kunden pflegen. Das ist aus konzernaler Sicht nur sehr, sehr schwer sicherzustellen. Wir können unterstützen mit der Markenführung, mit dem Branding, wir können unterstützen mit unseren Kommunikationsaktivitäten, aber der direkte Zugang zum Kunden ist dann sehr dezentral gesteuert. Wir selbst in der Kommunikation haben den Anspruch, One Step Ahead zu sein. Das heißt, für uns gilt es, aufmerksam zu sein, neue Entwicklungen einfach mal sich anzuschauen, auszuprobieren. Wir stehen vor der Herausforderung, dass wir das Ganze weltweit machen, die Kulturen berücksichtigen müssen. Da kommen dann so Dinge dazu wie Zeitverschiebungen und andere Themen, aber auch wie ich gewisse Zielgruppen in verschiedenen Kulturen anspreche. Und das fordert uns sehr stark, ist aber sehr spannend, weil man sich da eigentlich jeden Tag selbst weiterentwickelt. Ja.